Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wie du schnell und einfach die Bronzetrophäe Schädlingsbekämpfung in Baldur's Gate 3 freischalten kannst. Hierfür musst du letzten Endes die Spinnenmaterialchen eliminieren, bevor ihre Eier schlüpfen. Und dieses Ziel kannst du bereits in Akt 1 erreichen. Und bevor ich dir jetzt zeige, wo du die Spinnenmaterialchen finden kannst, würde ich dir davor noch dazu raten, einen Charakter mitzunehmen, wo über die jetzt zu sehende Fähigkeit verfügt. Alternativ gibt es hier aber auch Schuhe, durch welche du ebenfalls diesen Zauber nutzen kannst. Und solltest du diese Schuhe noch nicht besitzen, würde ich dir empfehlen, einen Hexenmeister wie beispielsweise Will mitzunehmen. Das Praktische hieran ist natürlich, dass Hexenmeister diesen Zauber bereits ab dem dritten Level nutzen können. Und mit dieser Info zeige ich dir jetzt direkt als nächstes, wo du die Spinnenmaterialchen finden kannst. Hierfür suchst du die jetzt zu sehende Stelle in Akt 1 auf und vom dazugehörigen Schnellreisepunkt aus nutzt du einfach dieselbe Route wie ich. Nachdem du im Innenbereich des Brunnens angekommen bist, musst du dich jetzt erstmal bis zur markierten Stelle vorkämpfen, um auf die Spinnenmaterialchen zu treffen. Hier würde ich dir dann dazu raten, einen separaten Spielstand anzulegen und sobald du ready bist, nutzt du jetzt erst einmal die Schleichfunktion, um nachschauen zu können, in welchen Bereichen du dich ungesehen aufhalten kannst. Und sobald du safe bist, zerstörst du jetzt die Eier der Spinne und welche Waffe du hierbei nutzt, ist dir überlassen. Sobald du in dem jetzigen Gebiet angekommen bist, würde ich dir dazu raten, erneut die Schleichfunktion zu nutzen, um besser erkennen zu können, wo dich die Spinne sehen kann. Das waren jetzt die letzten Eier und das bedeutet, dass du ab jetzt die Spinne angreifen kannst. Und nachdem du die Spinnenmaterialchen besiegt hast, erhältst du auch direkt die Trophy als Belohnung. Und mit diesen Worten nähern wir uns auch schon dem Ende des Videos. Wie gewohnt habe ich dir zwei Playlists zu Baldur's Gate 3 unten im Video eingeblendet. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!